Hey Leute, willkommen zu einem neuen World of Warcraft Video. Heute geht es darum, wie man das Windows 7 Boot Logo und den Text ändern kann. Ja, das ging ja bis jetzt noch gar nicht. Und jetzt gibt es endlich ein neues Tool und ich habe mal geguckt, es gibt auch noch gar kein Video dazu. Und deshalb habe ich mir überlegt, das zu machen. Erstmal, wenn wir das Programm starten, sehen wir hier so ein Fenster. Und da machen wir gleich unsere ganzen Einstellungen. Aber erstmal muss ich euch sagen, ihr solltet erstmal eine Systemwiederherstellungs-CD erstellen. Man weiß ja nie, weil das Programm befindet sich noch in der Alpha-Version. Und falls irgendwas passieren sollte, könnt ihr dann euren Computer wiederherstellen. So. Also ich habe es euch jetzt gesagt, wenn ihr es vergisst, selber schuld. Erstmal, wenn wir jetzt auf Abspielen klicken, sehen wir das Standard Boot-Logo. Und das wollen wir jetzt ändern. So, erstmal können wir hier unten den Text ändern. Diesen ganz kleinen minimalen Text dort. Da wo steht Microsoft Corporation. Und da schreiben wir mal World War Crap hin. Die Farbe können wir auch verändern. Machen wir mal okay in weiß. Dann können wir die Schriftgröße auch verändern und die Position. Machen wir mal auf 500. Perfekt. Nö, ist es nicht. Wir machen es mal auf 300. Hallo? Wo ist denn das jetzt hin? 600. Ups. Jetzt hat er das geändert, aus Versehen. So. Jetzt gehen wir mal auf... was gibt es denn hier noch? Im Ruhezustand kommt ja auch sowas, wenn man in den Ruhezustand geht und danach den PC wieder anmacht. Das brauchen wir jetzt nicht ändern. Wir ändern mal hier den ersten Text, haben wir jetzt gemacht, und jetzt den zweiten. Dafür geben wir jetzt mal ein es lädt, du Affe. So, Schriftfarbe, völlig egal, Position ist ganz gut. So, und jetzt zur Animation, die können wir ändern. Und dafür müssen wir uns eine suchen. Und ich habe mal diese 35 Boot-Animation vom Chip heruntergeladen. Ich werde den Link in die Videobeschreibung posten. Und hier sind so einige lustige dabei. Also die könnt ihr ändern. So, das heißt, wir gehen jetzt in den Ordner. Öffnen den. So. Und hier haben wir unsere Animation. Ich habe Lust auf Mac OS X, genau. Wieso lädt das denn immer so lang? So, jetzt will er mich verarschen. Mal sehen. Ach. Jetzt habe ich so eine Chip-Werbung. Ja, das ist auch ganz lustig. Auf jeden Fall, ja. Das war's dazu. Ich wollte euch nur mal so das Programm zeigen. Wiederherstellung von Sicherung. Geht hier auch. Sprachen haben wir hier. Spenden. Unnötig. Braucht keiner. Und ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.